So, endlich geht's wieder weiter mit Assassin's Creed. Los geht's. Die Hauptaufgabe haben wir relativ souverän geschafft und da bin ich auch ziemlich happy drüber. Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Und es waren doch nur 2 Folgen. Aber jetzt war da meine neue Geschichte. Miss Thorne. Ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Ich. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten. Ja, was ist denn? Ah, Miss Thorne ist dort. Miss Thorne, Sir. Was ist mit ihr? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei ihrer Leiche, Sir. Upsi, der weiß jetzt Bescheid. Ich glaube, der Kollege ist ein bisschen angepisst gerade. Das Tuch wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss, den Brief verbrennen. Der Kollege ist gerade dezent ein bisschen angepisst. Der möchte nämlich gerade nicht glauben, was passiert ist. Er muss es glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es so. Ist erledigt. Der nächste Boss ist gefallen. Ja, wir haben es geschafft. So schwer war es dann am Ende nicht. Wie gesagt, wir haben es dann relativ simpel rausgeholt. Wir haben jetzt die Gegner rausgepickt und haben es dann irgendwie doch noch geschafft. Und ich musste nicht mal so viele Gegner bekämpfen. Klar, wir hatten immer mal so knifflige Situationen, wo ich mir denke, die hat uns fast gehabt, aber ja, wir konnten es ja dann am Ende doch noch gut verstecken und haben zumindest die wichtigsten Aufgaben erledigt. Wir haben uns mit der Wache da getroffen, wir haben die Wache geholfen, der Verbündeten. Mit dem Schlüssel, ja, kam er rein, ohne Probleme. Aber es cool gemacht, auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, was als nächstes jetzt ansteht. Was wir heute machen. Ich glaube, so weit davor nicht mehr. Wir dürften nicht. So, wir haben jetzt 6 Fähigkeitspunkte. Insgesamt brauchen wir. Ach, wir brauchen. Wir sind noch nicht mit Level 7 mit Eevee. Nehmen wir mal das Adlerauge erst. Dann nehmen wir das. Und Level 7 sind wir jetzt bei den. Auch bei Eevee. Bei Jacob sind wir es ja schon. So, dann nehmen wir die Schleichwertung mal hoch. Nicht Schleichwerbung, sondern Schleichwertung. Und damit sind wir auf noch 12 Fähigkeitspunkte. Und ich glaube, die Frage ist, Fähigkeitenpunkte haben wir auch nur 2. Ja, das ist okay. Das heißt, wir nehmen das hier, die Assassinen-Samtpfote. Und brauchen noch 12 Fähigkeitspunkte, um ebenfalls zum Level 5 zu steigen. So, was machen wir dann als nächstes heute? Was machen wir denn heute? Spencer Strand, ja, da müssen wir. Also plus, das Strand ist nicht mehr so viel. Das Strand ist noch nicht so viel. Ich dachte. Aber gut, das haben wir schon mehrere Gebiete. So, was haben wir dann als nächstes? Als Aufgabe. Acht. Level 5. Level 4. Na, wir nehmen sie mit, ne? Die Höllenglocken machen wir dann mal heute. Machen wir heute mal was Kürzeres. Weil das ist eine Erinnerung, die gibt aber auch Erfahrungspunkte und deswegen nehmen wir sie mit. Und Level 4 sollte durchaus mit dem Level 7er Assassinen sollte das durchaus möglich sein.
Mal gucken, vielleicht mache ich auch demnächst mal wieder. Mache ich mal irgendwann mal wieder einen neuen Teil Assassin's Creed. Aber ich mache heute Syndicate. Ich bin überlegen, da ich habe noch ein oder zwei Teile drauf. Vielleicht machen wir danach noch weiter mit Assassin's Creed. Gucken. So, gucken wir mal, wo die Erinnerung ist. Ist er da jetzt rein oder was? Ja. Scheinbar. Gut, dann machen wir heute die Höllenglocken. Es sind immerhin 700 Erfahrungspunkte und dementsprechend auch ein Erfahrungspunkt. In der Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle? In London? Dass dieser Tag jemals kommen würde. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Okay. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Machen wir das. Aber vorher will ich mal kurz am Schnell noch hier zu dem Typen hingehen, weil ich meine... meine Vorräte vielleicht auffüllen müssen. Ich weiß nicht, ob ich nicht komplett... Ich weiß nicht, ob ich komplett bin. Deswegen muss ich gerade gucken. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Kommen Sie, sehen Sie sich meine Ware. Alles auffüllen. Also nur $200, aber sind immer mit. Und so sind wir wieder komplett. So, also, jetzt. Entschuldigung. Wir müssen hoch in das Polizeirevier. Das machen wir auch als nächstes. Das heißt, wir gehen mal oben auf wieder auf mein Dach, aufs Dach. Wie gesagt, heute machen wir ein bisschen auch diese Erinnerung, die müssen wir halt irgendwie mal machen. Und ich denke, das ist das, was heute Morgen so ansteht. Aber ich will halt die Punkte mitnehmen. Und wir brauchen Level 8, um überhaupt weiterzukommen in das Trend. Deswegen. Ich meine, wir würden es wahrscheinlich trotzdem schaffen, die Stadt. So, wo müssen wir da hin? Da runter. Dann gehen wir mal da runter. Ich will da aber nicht rein. So, rein damit, komm. Moin. Kann ich nicht mit dir reden? Nö, kann ich nicht. Okay, du bist es eben nicht. Gut, dann gehen wir mal einen runter. Ich halte mich gerade einfach nur ein bisschen zurück. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass wir jetzt uns mit Gott und der Welt an Gott und der Welt anlegen. Wo ist denn der Typ überhaupt, den wir mit dem mal quatschen sollen? Wo ist der Typ, mit dem wir quatschen sollen? Ich sehe gerade nicht. Denn? Ich meine, der muss ja, dann ist er oben. Ist er oben auf dem Dach oder was? Oder so. Okay, wir gehen wieder rein, aber... Ah ne, der ist hier oben, ne? Ah, hier! Hier ist der. Quatsch mal mit dem, mein Freund. Wo sitzt der ein? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Blöd, ne? Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Wissen Sie, wie Sie gezwungen wurden? Ich erinnere mich nur an eine Silberuhr, die vor mir pendelte. Irgendjemand...
Gut, dann gehen wir mal zum Pfandleiher. Ja, irgendwas mit der Silberuhr. Okay, müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, da ist irgendwas. Wie soll ich nehmen diese 700 Erfahrungspunkte gerne mal mit? So, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt am besten da hochkommen. Da kommen wir nicht hin. Oder? Ich nehme übrigens mal den Adler hier oben mit, weil das ein Schnellreisepunkt wäre. Schnellreisepunkte sind immer gut. Damit wenn du halt durch die Welt reisen kannst und nicht allzu weit so irgendwelche Missionen klettern musst. Synchronisieren wir das ganze Ding mal. Weil da auch wieder Missionen aufploppen und die wollen wir ja irgendwann mal machen, ne? So. Ja, wir müssen jetzt dahin irgendwie. Okay. Aber punktgenau in die Blätter. Moin. Nichts als nur die allerbeste Qualität. So, dann müssen wir, wie gesagt, da irgendwo rein jetzt wahrscheinlich. Wieder da rein oder da rüber? Und ich würde mal wahrscheinlich darüber gehen. Rein haben wir ja momentan keine. Die war zumindest die werden mir keine angezeigt. Und das ist aber gut so. Nach den letzten Folgen ist das immer ganz entspannt, wenn man da hier so ein bisschen durch die Gegend reisen kann. So. So, 80 Meter noch. Dann haben wir die nächsten. Sind wir bei dem Kollegen Pfandleiher. Wo steht denn der? Steht der da unten irgendwo? Oder was? Scheinbar. Wir nehmen die Leine. Die Leine, ja. Genau. Ihr wisst schon, was ich meine. So, einmal da rein. Ich stehe öfters mal. Ich steige öfters mal durch irgendwelche Fenster rein. Seht es mir nach. Ich habe mich, lass mich raten, ich habe mich jetzt im Haus vertan. So, dann mal was anderes. Müssen wir denn rein jetzt? Dadurch, oder? Ja. Genau. Da ist der Laden. Hallo? Darf ich wieder reden? Oder muss ich rüberkommen? Jetzt hoffe ich, kann ich mit dem Typen reden, oder was? Gut, dann komme ich hinter. Darf ich Sie zum Überfall befragen? Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Nicht schon wieder! Haltet sie auf! Stopp! Haltet die Diebin auf! Ah, durch die Rolle da. Ah, kriegen wir hin. Komm. Grüßen die. Lass mich raten, die haut jetzt. Geh weg. Jetzt habe ich dich. Finden wir diesen Kopf. Ich wollte jetzt eigentlich den nicht töten, ich wollte eigentlich rammen nur. Und dann hab ich gerade. Oh, der hat ja eisekalt einfach kurz die Diebe angesprungen und dann.
Upsi. Das war eigentlich keine Absicht. Das war eigentlich keine Absicht da jetzt. Upsala. Dann müssen wir das halt nochmal machen. Eisig kalt, ey. Eisig kalt bespringt er die junge Dame und haut der Fokus das Messer durch die Kehle. Wow, nicht schlecht. Okay. Ne, warte mal, mit Kreis. Jetzt sehe ich es gerade. Jetzt. Wo bin ich? Was ist geschehen? Sie gingen lediglich einem kleinen Diebstahl nach. Es ist alles so verschwommen. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ah. Wenn ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Und weiter geht's. Finden wir diesen Käufer. Scheinbar ist da irgendwas mit Hypnose. Weil der eine hat ja gesagt, was von der Glocke oder von irgendeinem silbernen Ding. Sie jetzt irgendwie mit einem silbernen Ding, also. Da hinten. Vielleicht halte ich mich erstmal zurück. Schade. Geht wieder, okay. Schnell die Feinde ein bisschen. Die gebe ich mir jetzt auf den Wagen. Ganz einfach. Weil ich will. Haben wir nämlich die Zusatzaufgaben noch erledigt. Ich brauche mich jetzt nichts zu tun, außer den jetzt, da dran zu bleiben. Klonk. Fahr erstmal die Laterne um. Kann man so machen.
Kannst du den immer noch verfolgen? Oh, schade. Scheinbar. Ich dachte, wir verfolgen den nicht, sondern... Ja, wir töten den irgendwann mal. Ich will den gerne einfach mal erledigen. Aber ey, wir haben die Zusatzaufgabe erledigt. Wir sind bisher nicht entdeckt worden. Hier noch mal jetzt irgendwo ein Brief. Gut. So, der Dieb ist jetzt egal, den Typen. So, wir quatschen jetzt mit dem Typen hier. Doch kein Geist und kein Dämon, sondern der große Enzio Capelli. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Okay. Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein, tue ich nicht. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Nein, bin ich nicht. Jetzt werden sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Was ist passiert? Wo zum Teufel bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ernsthaft? Ich erinnere mich an rein gar nichts. Bringen wir sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden sie nicht angeklagt, da sie nicht Herr ihres Willens waren. Sei frei, kleines Hähnchen. So. Und damit haben wir die kleine Erinnerung. Ja, die. Ich bin eigentlich nicht entdeckt, ohne entdeckt worden. Wundere mich gerade. Eigentlich. Ja. Okay, dann trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haben die Höllenglocken jetzt erledigt. Und dann machen wir noch weiter. Bis dahin. Tschüss.